Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. In der letzten Folge haben wir Kapitel 3 beendet. Und ich würde mal sagen, heute geht es erstmal mit Peach weiter. So wie immer, wenn ein neues Kapitel beginnt. Oder bevor ein neues Kapitel beginnt. Ich frage mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diesen Tuba Blubber zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was, wenn Mario verletzt worden ist? Nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht auch mal raus und versuchen ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tuba Blubber zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch? Du hast recht, Twink. Da keinen Sinn herumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Während meine Stimme am Abkacken ist. Dass sie auch nicht mal auf die Idee gekommen sind, dass Peach ständig ausbricht. Dass sie das auch nicht hinterfragen. Nimm sie einfach nur zur Kenntnis. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Nochmal der Reihe nach, aber langsam. Eure Verdorbenheit, was ich versuche euch zu sagen, ist, Tuba Blubber wurde von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig, weil du mir gesagt hast, dass er unbezwingbar ist. Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbesiegbar ist? Verpiss ich so. Ups. Ein blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Tuba Blubber nicht mehr ganz so unbesiegbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Oh, ich verachte Mario. Eure Schmutzigkeit. Wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht nun sicher zu Shaigas Spielzeugkiste. Ja, daher sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen. Tami Koopa, finde heraus, was du Mario hast und... Huch. Allen Kröten, warum ist die Prinzessin hier? Was ist nun mit dem Machen los? Oh, hinterfragen sie es jetzt endlich? Nein, wartet. Das ist eigentlich sehr passend. Meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also Prinzessin Peach, was könntet ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und ihr müsst ehrlich sein. Welches dieser Dinge hasst Mario am meisten? Pilze? So, ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Donnerzorn. Gut. Und wie sieht's damit aus? Was hat er davon am meisten? Super Soda. Oh, ausgezeichnet. Perfekt. Danke, Prinzessin. Ich stelle sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Hast du dir alles gemerkt, Kami Koopa? Mach dich sofort auf den Weg. Oh, natürlich, eure Knorrigkeit. Jetzt ist Mario dran. Oder etwa nicht? Ich habe tatsächlich leichte Zweifel. Aber es ist ein Befehl von König Bowser. Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu befolgen. Wir werden schon sehen. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Nun, Kami Koopa, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich! Wachen, Achtung, bring Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer. Jawohl, Madame. Nein, nicht schon wieder. Bowser schaut wieder unter ihr. Stimmchen. Genauso wie meine Nase gerade aktuell schlimm ist. Hallo, Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich auch dir helfen.
Marios Sternkraft erhöht sich auf 3. Mario erhält die Sternkraft Sternensturm. Der Sternensturm bricht über alle Gegner herein. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bowsers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternenstabes. Wir sind uns nicht einmal sicher, ob er es überhaupt bemerkt, aber ohne Zweifel hat seine Macht unglaublich zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Ah, es tut mir leid, dass ich euch schon verlassen muss, aber ich muss zum Sternhafen zurückkehren. Die anderen Sterne warten dort schon auf mich. Oh, und bitte verrate niemanden, dass ich mich im Nimmernimmerwald verirrt habe. Danke, Mario. Bis bald. Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal so langsam wieder zurück zu Toadtown, weil alle Wege führen zurück zu Toadtown. Wir müssen nämlich auch noch die Röhre machen wieder. Und wir können jetzt unsere Angriffs Plus holen. Das werde ich mir definitiv zulegen. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen jetzt erstmal shoppen. Jetzt dürfte ich doch bestimmt hier bei den Boohoos einkaufen gehen. Hoffe ich mal. Wäre blöd, wenn nicht. Wo geht's nochmal runter? Ich glaube hier. Die Trolltruhe, darauf falle ich nicht nochmal rein. Ich glaube, hier müsste der Shop gewesen sein. Irgendwo. Noch nicht. Hier unten. Ja, hier unten bei der Shop. Okay. Dann möchte ich erstmal was lagern. Was Tarn geht, brauche ich jetzt wirklich nicht. Dafür haben wir ja Bu. Und so können wir mitnehmen. Heute brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Laurus Tonic jetzt nicht auch. Was haben wir denn hier? Paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Was es bewirkt, keine Ahnung. Findest du daraus Mysterium? Mal für die Münze, warum nicht? Ah, warum nicht? Weißt du, was Schaden macht? Davon können wir auch nochmal 2 mitnehmen. Hier nehmen wir auch mal 2 mit. Ein Lebensretter stellt 10 KP her, wenn Mario besiegt wird. Nehme ich dann mal mit, ne? Warte mal, ich hol doch mal Gumbario raus. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass unser Rivale wiederkommt. Auch wenn ich jetzt nicht hoffe, weil der ist lästig. Wird so ziemlich lästig. Lästig, nicht lästig. Ob der lästig ist, weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn nicht so gut. Dann meine KP. Alles aufgefüllt, okay. Nein, Käfer geht weg von mir. Ich habe mich in diesem Gruselwald verirrt. Ich fürchte mich. Oh nö, ich wusste es. Mario. Und dann ich meine, Oh Junge, hast du ein Pech, schon wieder in mich reinzustolpern. Ja, das ist doch Junior Chupa. Hat der Kleine geweint? Hast du dich verirrt? Ey, halt die Klappe. Ich habe mich nicht verirrt. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Hier kommt der Schmerz. Glaub nur nicht, dass du mit mir so leichtes Spiel haben wirst, wie bisher. Pass gut auf, mehr Kraft.
Haha, jetzt geht's rund. Mal sehen, wie dir der neue, verbesserte Junior Chupa gefällt. Nur, dass du jetzt fliegen kannst. Das ist Junior Chupa. Ich krieg nicht genug von dem Kerl. Hat sich unser Jungchen im großen, finsteren Wald beirrt? Maximale KP 40, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Offensichtlich hat er sich Flügel zugelegt und kann jetzt fliegen. Du musst springen, um ihn zu erreichen. Er ist auch ein wenig stärker geworden, also solltest du alle verfügbaren Items einsetzen, um ihn zu schwächen. Das macht ja kaum Schaden. Und dafür macht der mir Schaden. Boah, voll verkackt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Warum nicht Sternenstur? Na komm, setz mal einmal aufladen ein. Wir haben ja jetzt den Schaden gemacht. Ursprung. Ich denke mal, das kriegen wir hin. In der nächsten Runde ist er definitiv da. Okay, übernächste Runde. Oder auch nicht, weil... Aua. Ich muss einen Superpilz essen. Aber in der nächsten Runde ist der Daumen, weil ich hier nämlich Aufladen einsetze. Da so viel Schaden macht, Halleluja. Na, der ist definitiv jetzt da. Und tschüss mit dir. Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Kann ich mich hier eigentlich noch weiter umschauen? Ich habe mich nur auf die Wege konzentriert, ohne dass vielleicht hier in der Mitte irgendwas ist. Aber ich glaube, dafür muss ich zurück zum Anfang. Als ob ich den richtigen Weg gegangen bin. Na gut, der Schild hätte mich darauf hinweisen müssen, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Dann muss ich aber wieder zurück am Anfang sein, ne? Genau, dann schaue ich mich jetzt einfach mal hier um. Wobei, nee. Geh mich erstmal heilen. Als ob das der richtige Weg war, ich werde wahnsinnig. Och nö. Ich glaube, das können wir noch hin. Autsch.
gleich nochmal Erdbeben ein. Dungumbaria macht jetzt den Rest. Die Gräufer keine Erfahrungspunkte mehr. Ich zumindest Leben zurück. Okay, jetzt kann ich wieder zurück. Endlich. Oh, ich habe es aus dem Wald herausgefunden. Ich könnte den Boden küssen. Juhu. Gehe mich erstmal heilen und im Wald erkunden wir nach dem 4. Kapitel nochmal. Ich denke schon, dass wir vielleicht irgendwas verpassen könnten. Weil ich habe noch keinen weiteren Knospi gesehen. Oh, oh, oh nein, meine Lieblingsbratpfanne. Was ist denn hier los? Was passiert? Omelette. Oh, hallo Schatzi. Danke, dass du mich besuchen kommst, aber ich fürchte, ich kann jetzt nicht kochen. Es tut mir leid. Meine gute alte Bratpfanne wurde von einem Scheiger gestohlen. Das bricht mir das Herz. Oh, böse Scheiger. No. Ey, du kleine Ratte, nimm deine Pfoten. Oh, gib mir meinen Rechner zurück. Tut mir leid, Kumpel. Ich musste den Laden schließen. Dein dämlicher Schalker hat meinen Rechner gestohlen. Kannst du das fassen? Ich brauche das Ding, um meine Verkäufe zu kalkulieren. Ich bin nicht gerade ein Rechenkünstler, wenn ich diesen Haus finde. Dieser Schalker ist trampelt durch meine trüben Blumengarten. Oh, diese armen Blumen, sie waren so schön. Es war mein Traum, Tortau mit wunderschönen Blumen zu erfüllen. Ich bin so traurig. Nummer 1. Nummer 2. Oh, ich danke dir. Auch die Blumen sprechen dir ihren Dank aus, Mario. Ich will mich jetzt aber kurz mal heilen. Und tschüss. Jetzt, wo die Schallgeist weg sind, kannst du einkehren. Möchtest du dich ausruhen? Ja, bitte. Und währenddessen trinke ich einen Schluck Energy. Lecker, schmecker. So, hast du gut geschlafen? Jetzt, da du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel einfacher sein. So, haben wir eigentlich noch Briefe? Haltet den Dieb! Nur die Briefe. Die Schalkers haben einen ganzen Beutel voller Briefe gestohlen. Da waren sicher ganz viele wichtige Briefe dabei. Rechnungen, Karten, Pakete. Was soll man nur tun? Also die Rechnungen kannst du behalten. Aber erstmal gehe ich zum Sternschnupfengipfel. Damit wir unsere Angriffskraft erhöhen können. Ich hoffe, ich habe auch genug Ordnungspunkte dafür. Hallöchen. Ja,
Kraft Plus, bitte. Ich tausche Kraft Plus für 25 Sternensplitter. Die Anzahl der nötigen OP für diesen Orden beträgt 6. Ist das okay für dich, Jip? Also gut, dann mein Herr. Warte, was hast du denn sonst noch für Orden? Zeittag, ihr hört da. Herzenfinder, Geld, nee, schon gut. Apropos Geld, wir müssen unser Zauber auch wieder verstärken, ne? Wir müssen also zur Röhre. Hier 6 Punkte brauche ich, ne? Schrumpf habe ich kaum benutzt, Schnarcher kann weg, Power Dolls. Punkte ganz Power habe ich auch nie verwendet. Nur in Gefahr. Dachschild brauche ich jetzt wirklich nicht. Bin jetzt auch nicht, also. Wo ist denn jetzt mein Plus? So. Na, dann kann ich Dachschild doch wieder einfügen. Heute mal ein bisschen längere Folge, damit wir alles schon mal erledigt haben, wenn wir in den nächsten Kapitel gehen. Ist heute also der Vorbereitungspart. Währenddessen spielt mein Kater mit dem Staubsaugerrohr. Eindeutig ja. Muss ich auch gleich wegräumen. Achso, der hat was vom Karton hinter den Staubsauger geschoben. Und was ist mit dir? Oh, du bist es, Mario. Gutes Timing. Hm. In der Stadt scheint heute ziemlich viel los zu sein, aber das geht mich nichts an. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich hörte die Stimme eines Orakels. Deine Stimme war so ätherisch. Gehst du ständig im Kreis rund um die rote Palme in der fernen Wüstenstadt staubtrockener Vorposten, wird etwas Gutes geschehen. Das sagt die Stimme in meinem Traum. Allerdings macht das für mich nicht allzu viel Sinn. Andererseits beschäftigt es mich so sehr, dass ich nachts nicht schlafen kann. Wenn du herausfindest, was es bedeutet, dann sag es mir bitte. Merke ich mir. Nächstes Mal. Dann gehe ich einmal hier gucken, vielleicht ist hier auch noch was passiert. Waren wir auch noch nicht drin, ne? Oh, du musst Mario sein. Willkommen in meinem eigenen Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Dojos. Ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu stärken. Sollte es deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu uns geführt hast. Nur zu Besuch. Sehr schön. Du darfst gerne unserem Training beiwohnen. Ach schon, da lohnt sich ja meine Knüpfen. Ja, ja, wirklich. Oh nein, ich armer. Du bist definitiv nicht tot. Mario, der kleine Krawallschachtel, hast du alles aber gezeigt. Hurra, vielen Dank. Ich habe noch immer hervorragende Ware zu absolut Tiefpreis im Angebot. Also lass mal sehen. Ich nehme die Feuerblume noch mit. Ah, Worte plagen mich, ich brauche das Wörterbuch.
bin ich eigentlich? Verschwinde, du lausiger Shy Guy. Es ist mir egal, wie überzeugend deine Mario-Verkleidung ist. Du kommst hier nicht herein. Bleib von meiner Familie fern. Papa, du bist so cool. Wir könnten auch mal Luigi mal wieder besuchen. Verfluchten Mario, ein Scheiger hat mein Wörterbuch gestohlen. Bitte hol es mir zurück. Mein IQ sinkt langsam ab. Besser gesagt IQ. Hier scheint nichts zu sein. Okay, dann können wir ja in die Röhre gehen. 26 Minuten nur für Umschau. Läuft. Na gut, wir machen jetzt Angriff plus, ne? Mal gucken, wie sich das zukünftig auswirken wird. Jetzt können wir nämlich hier lang. Nicht. Bumba ist schon mal runtergeflogen. Nee, hier können wir noch nicht, aber scheinbar können wir irgendwann schwimmen mit einem Partner. Oh nein, Gegner. Erster Angriff erfolgreich. Dann einmal Scanner. Felskooper. Das ist ein Fieskooper. Fieskoopas sind Koopas, die in einem Tummel von Tottern leben und es sind keine Felskoopas. Lass das Scan lieber mir, Mario. Sie sind dafür bekannt, ihre Gegner zu verwirren. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 2. Wenn sie grinsen, solltest du besonders vorsichtig sein, weil sie dann ihre Verwirrungsattacke vorbereiten. Ihre Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie umwirfst, also setze Sprungattacken ein. Auf dem Boden der Tatsachen. Und weißt du was? Sternensturm! Es gibt schon Erfahrungspunkte. Powerblock. Der Punkt liegt scheint hier auf Blach. Ne, weg damit. Ja. Erster Angriff habe ich halt eben drauf. Ach du liebes bisschen. Wir machen 3 Schaden damit. Läuft. Ich guck mal, ob Erdbeben was bringt. Ja, bringt einiges. So, dann mach erstmal du den hier weg. Bim. Und bim. So, du kannst auf den hier springen. Auf den hier. Das hat ja wunderbar funktioniert. Heilige Erfahrungspunkte. Gegnerischer Erstangriff. Im
Nö. Mario, was kannst du eigentlich? Dann nochmal Erdbeben. Das jetzt von Level up? Ich glaube noch nicht. Ich brauche 19. Aber doch, das reicht. Ich noch mal auf Ohrenpunkte. Was? Ich gehe jetzt mal fliegen. Okay, damit schalte ich die Abkürzung zu Buhu frei, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kann ich einen Partner verstärken. Oh, sag jetzt nicht, ich muss jetzt. Ist nichts. Aber auch nichts. Was, was? Warte, dann müsste hier aber was sein. Oder auch nicht. Aber hier. Reicht das? Kann ich ganz normal rüber? Springen wollte ich sagen, aber nein. Ja, ich kann nochmal rüberspringen. Okay. Ah, Caris, ist deine Zeit. So, dann gehe ich jetzt noch kurz zur staubtrockenen Wüste. Werde meinen Zauber wieder aktivieren. Und dann geht es in der nächsten Folge den Shulkers an den Kragen. Musste der dritte sein, wenn ich mich nicht irre. Hallo schon. Muss man Zauber verstärken. Spezialmagie für 50 Münzen. Yamahuta. Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen. Beim Anblick meines Zaubers erbleichen, dass das gleiche, der gleiche Raum, was sie schon gesagt hat. Okay. Ich denke, wenn wir eh schon hier an der staubtrockenen Wüste sind, wo ist hier die rote Palme? Oh. Okay. Im Kreis laufen. Entschuldige bitte, kann ich dich für eine Sekunde sprechen? Was genau hast du vor, dass du die ganze Zeit um diesen Baum herumschleichst? Du machst mich schwindelig. Was, du machst Witze? Du glaubst an einen verrückten Traum? Nun, okay, ich denke. Obwohl, auch ich habe vor langer Zeit einen Traum, eine Botschaft erhalten, aber sie ergab keinen Sinn. Sie lautet, in einer großen Stadt nahe einem Palast steht ein Haus, dessen Dach sich dreht.
Wohl führst du in diesem Haus dreimal hintereinander einen Wirbelsprung. Wird etwas Gutes passieren. Ein Haus mit einem sich drehenden Dach, als ob es so etwas geben würde. Ich kann Träume nicht ernst nehmen. Ja. Das nehmen wir uns in der nächsten Folge noch vor. Weil das sich drehende Dach ist ja Merlo oder Merlin oder wie immer auch heißt. Und dann direkt am Anfang der nächsten Folge machen. Ich sag jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.